So, meine Freunde, ich begrüße euch zu diesem Video. Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen hier auch der Schal an der Stelle, aber das soll euch nicht stören. Ich habe ein paar News und heute Abend kommt um 18 Uhr dazu auch nochmal ein Video. Allerdings sind da nicht alle aktuellen Informationen drin, die nämlich jetzt hier in dem Video kommen. Und so sieht es nämlich jetzt so in Thüringen aus, dass die Frau Lieberknecht, die ehemalige Ministerpräsidentin von dem Freistaat Thüringen, sich gegen die Übergangsregierung ausspricht. Das heißt, sie steht dafür nicht mehr bereit. Aber wofür sie bereit stehen würde oder was sie als einzige Alternative sieht, wäre eine Koalition zwischen der Linken und der CDU. Und die Frau ist in der CDU, für die das nicht wissen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und überlegen. Es wird hingegangen und eine ganz klare Abspaltung zu einer rechten Partei, also zur AfD gemacht. Das ist ja jeder Partei selbst überlassen, okay. Aber es wird keine Abgrenzung zur Partei Die Linke gemacht. Und das finde ich immer wieder sehr verwerflich. Wir haben das gestern auch gemerkt bei Norbert Röttgen, der sich ganz klar ausgesprochen hat, man muss eine klare Differenzierung zwischen rechts und rechtspopulistisch machen, mit diesen Parteien nicht zusammenarbeiten. Das ist ja auch in Ordnung. Das sollen sie auch so sagen. Wenn sie behaupten, sie wären die Partei der Mitte und da noch dran glauben, was ich definitiv nicht mehr glaube, dann ist das halt deren Einstellung. Aber wo ist die Abgrenzung nach links? Die fehlt mir einfach an dieser Seite. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich wirklich sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze in Thüringen weiterentwickeln wird. Man merkt einfach, die kleben alle an ihren Posten, wie man so schön sagt, wollen keine Macht abgeben, natürlich dadurch exorbitante Bezahlungen, / Bezüge, Pensionsansprüche, die man dadurch schnell aufbaut und so weiter und so fort. Ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Und dann habe ich noch ein zweites Thema und da bin ich durch die Claudia Zimmermann von Games of Truth drauf aufmerksam geworden. Grüße gehen raus, liebe Claudia, wenn du das siehst. Ich hoffe, wir lernen uns auch mal persönlich kennen. Und sie hat nämlich ein sehr gutes Video, guckt euch das auf jeden Fall bei ihrem Kanal mal an, über Heilpraktiker gemacht. Und ich bin, ja, wie soll man sagen, ich bin kein Esoteriker, der jetzt sagt, ja, das ist jetzt hier eine absolute Rettung oder ähnliches. Aber ich habe auch schon ganz gute Erfahrungen mit einem Heilpraktiker gemacht, wo mir die normale Schulmedizin oder traditionelle Medizin, wie auch immer man sie bezeichnen mag, nicht mehr geholfen hat. Und da kommen wir wieder zu meiner absolut libertären Einstellung, so dass ich sage, wenn ich mit meinem Körper eher zu einem Heilpraktiker gehen möchte, weil ich glaube, dass der mir eher helfen kann bei einer Problematik, bei einer Krankheit, als eine normale Schulmedizin, dann ist das mein Eigentum, mein Körper, über den ich zu 100% bestimmen möchte. Und das möchte ich mir nicht verbieten lassen. Denn so sieht es nämlich aus, dass der Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer, Andreas Botzlar, soweit von der Politik eine klare Entscheidung fordert für, Zitat, Heilpraktiker ohne Existenzberichtigung wären die nämlich. Und man sollte doch diesen Beruf, diesen Berufsstand komplett auf den Prüfstand stellen. Und das würde im Endeffekt das bedeuten, dass wir in Deutschland keine Heilpraktiker mehr haben. Und die Claudia hat da auch sehr gute und interessante Zahlen dazu gesagt. In ihrem Video, ca. 128.000 Menschen in Deutschland gehen pro Tag zu einem Heilpraktiker. Und diese Zahl wächst und das sehen natürlich die Ärzte, da sehen die natürlich ihre Fälle schwinden, wenn die über die GOE, also Gebührenordnung für Ärzte, schön ihre Abrechnungen machen, die man nebenbei gesagt als Kassenpatient ja nie sieht. Man weiß ja auch nie so genau, ob die wirklich nur das abrechnen, was sie gemacht haben. Wir können es ja nicht kontrollieren, man kriegt ja keine Rechnung zugeschickt, außer man ist Privatpatient. Dann sieht man natürlich die einzelnen Positionen und alles. Aber glaubt mir, da ist die Dunkelziffer meiner Vermutung, meiner persönlichen Meinung nach, glaube ich, sehr hoch, dass da nicht alles ganz richtig abgerechnet wird. Und wenn man natürlich dann noch den nächsten Schritt geht, und die Claudia ist da wirklich investigativ unterwegs, sage ich mal, ist das natürlich auch für die Pharmaindustrie sehr unattraktiv, wenn immer mehr zu Heilpraktikern gehen und dann nicht mehr die chemischen Medikamente verschrieben werden. Also das ist ein ganz, ganz umfangreiches Thema. Jetzt mal hier ganz kurz in 2 Minütchen zusammengefasst. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Wart ihr vielleicht schon mal beim Heilpraktiker oder sagt ihr, nee, Scharlatane oder was auch immer, gefällt euch gar nicht? In diesem Sinne, bleibt weiter entspannt, bis zum nächsten Video und ciao.